Shrine 1 Enchanted Edition, Folge 16. Und da hat es jetzt rechts irgendwie gleich mal eine Spinne zerbröselt. Ich habe keine Ahnung wieso. Es kann uns auch egal sein. Wir wollten ja jetzt erstmal in die Kiste schauen. Das machen wir jetzt auch. Amulett der Stärke gefunden. Ja, es klingt irgendwie schon wieder nach Krieger, aber jetzt schauen wir mal. Inventar, wo ist es denn? Da ist es. Erhöht die maximale Gesundheit um 10%. Verbindet sich mit anderen Gesundheitszaubern. Ja gut, dann muss ich es zum Krieger machen, weil der hat die ganzen Gesundheitssachen drin. Ja toll. Also so langsam ist der wirklich voll. Also ein Item noch, dann war es das. Sonst muss ich anfangen, ein Item rauszuschmeißen und zu den anderen Kollegen darüber zu schmeißen. Zu seinen Mates. Weil, tja, anders geht es ja sonst nicht. Zerstören kann ich ja nichts, meines Wissens. Naja, schauen wir mal. Noch passt es ja. Jetzt weiß ich nicht, ob hier noch irgendwie was ist über mir oder ob da einfach nur das Level vorbei ist. Ich bin mir jetzt unsicher, ehrlich gesagt. Okay, das war jetzt nicht ganz so, wie ich sollte, aber ich glaube, da hört nur das Level auf. Okay, passt soweit. Jetzt weiß ich gar nicht, welche Spinne da gestorben ist, aber ich sehe die jetzt nicht mehr. Da drüben hat es so ein Holzteil, das schieße ich mal durch, wenn ich es treffe. So. Muss ich hier aufpassen, dass ich mir da keine Autschi mache? Ah! Doch Autschi gemacht. Achso, da kommt auch noch was raus. Ja, vielen Dank. Aber ich höre noch eine Spinne. Das auf jeden Fall. Okay, da ist auch noch was Grünes. Wie komme ich denn da jetzt hin, um Himmels Willen? Kann ich hier... Hä, ja, das ist doch Holz. Hack dich doch da fest, Menschenskind. Ja, ja, okay, dann nämlich. Okay, das sind Tasten und an der Wand sind so Teile. Okay. Da ist noch eins. Okay, vielleicht muss ich zwei irgendwie beschweren, damit dann alle an sind oder so. Machen wir mal. Ach du Schande. Ich hab's heute nicht mit den Vierecken. So vielleicht? Ja toll, es sind beide aus. Jetzt muss ich es nur eigentlich nochmal machen, dann sind alle wieder an, oder wie ist das? So, jetzt gehst du auch noch an. Ja, toll. Keine Ahnung. Obwohl, vielleicht wenn ich jetzt, obwohl das ist ein bisschen steil. Ich würde sagen, wenn ich jetzt vielleicht noch so eine Schräge baue. Nein, das kippt ja weg dann. Ah, na super. Okay, das hat auch nicht funktioniert. Ich habe mir eine Wippe gebaut. Komm, mach mal Wippe. Doch nicht? Schade. Mann, ist das blöd gerade. Was mache ich denn jetzt? Ich will die Sachen da oben einsammeln. Ja, genau, mach doch einfach alles weg. Okay, das haut schon mal nicht hin. Das machen wir mal auf die Seite. Ja, so ist nicht schlecht. Aber ich fürchte halt, der wird halt so schnell wegklappen, dass ich dann nicht mehr hochkomme. Okay, also wie das gehen soll. Ich meine, ich kann zwar rechts rüber zum Level gehen, aber das bringt mir ja nichts. Ich will das ja einsammeln. Ich glaube, ich werde mal ganz eiskalt jetzt mal die Fähigkeit des Magiers ausnutzen, dass der 5 Kisten malen kann. Und versuche mir jetzt einfach mal so eine Treppe zu bauen. Gut, dann sind ja natürlich jetzt die Tasten im Weg, aber vielleicht kann ich die wieder abschalten. Ja, so halbwegs. Aber da springe ich halt einfach drauf oder so. Vielleicht geht es dann von alleine aus. So. Genau. Noch so ein Ding. Genau. Ich muss halt aufpassen, dass es nicht ins Kippen gerät. Das ist halt immer noch nicht weit genug. Also vielleicht noch eine Planke. Ich wollte sagen, noch eine Planke malen oder so. Und dann könnte es gehen. Ja. Ich hätte es auch runterschießen können, aber ich glaube, so geht es auch. Okay, das ist die erste Geschichte hier. Und was sind die anderen? Ich glaube, es war eins oder zwei, gell? Ah, na egal. Ich glaube, ich habe da oben alles. Achso, jetzt bin ich auf der falschen Seite. Weil ich will ja auch levelmäßig weiterkommen. Deswegen, ja, ich mache das jetzt mal ruhig. So, ganz vorsichtig. Nicht das. Jawohl, das war schon zu viel, glaube ich. Das kippt nämlich jetzt, oder? Nee. Nein. Ah! Okay, aber ich glaube, das mit dem Level kriege ich hin. Ich muss das nur mal versuchen, dass ich das. Hey, hier sieht es aus, als hätte irgendwie, keine Ahnung was, ein Ingenieur einen Anfall bekommen. Ja, genau. Egal, wir schaffen das schon. Mir ist doch egal, wie ich hier weiterkomme. So, okay, das war wahrscheinlich nicht die Art, wie man es hätte machen sollen. Ah, aber ich habe es geschafft. Ab, du Spinne. Ich habe dir gar nichts getan, also tu mir auch nichts. Schon, also ich mit dem Aiming habe ich es irgendwie nicht. Ja, genau. Ich bin ein Mausspieler. Auch beim Shootern. Hoppla, das war es nicht, was ich wollte. Ich bin mit den Gedanken immer beim nächsten Charakter schon und dann... Ja. So, ja, 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 ja. Weiter, 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 weiter. Nein, nicht anhalten. Oh, Platsch. Okay, jetzt muss ich wieder nach oben geraten. Obwohl, ich kann eigentlich auch die
die benehmen. Da kann ich mich so ein bisschen... Ah, nein. Okay, so geht's natürlich auch. Das war's nicht, was ich wollte. Ah, ja, 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 ja. Schwung, Schwung, Schwing, Schwang, Schwung. Schwing, Schwung. Zack. Okay, da passt's, glaube ich. Ja, okay, okay, okay. Ah, ich sehe, da oben ist auch noch was drin. Ich denke, da einfach drauf schießen, dann kullert das alles raus. Zack. Okay, das platscht gleich ins Wasser. Aber Wasser ist, glaube ich, sowieso keine schlechte Idee, weil ich irgendwie das Gefühl habe... Okay, da ist auch gleich eine Kiste. Da könnte man noch einsammeln. Gut, das war jetzt das, was fiel. Das Gefallene. Aber... ich wundere mich gerade nur... Hä? Und was ist dann die Tür? Ist ja komisch. Die Tür muss doch auch eine Bewandtnis haben. Oder ist hier gar keine Tür? Okay. Oh, das ist auch schön. Wahrscheinlich muss man halt hier irgendwie reinschwimmen, weil man diese Kiste wieder so ein bisschen auf die Seite bewegen muss. Damit ich was zum Draufhüpfen habe. Ich denke so. Jetzt muss ich schauen, ob hier noch was ist. Das ist gemein. Das schimmert alles irgendwie grün. Aber im Endeffekt sind hier keine Fiolen. Und das ist irgendwie blöd. Wie viel haben wir denn überhaupt schon? Oha, 16 von 35. Ist ja echt ein großes Level. Naja, naja. Aber ich glaube, der Magier muss das jetzt mal ans andere Ufer schubsen. Dass wir das nutzen können. Jetzt kommen erstmal wieder Feinde hier. Achso, ah, jetzt wollte ich gerade angreifen mit dem Schwert. Jetzt habe ich die Diebin in der Hand. Naja, egal. Ey, die halten echt was aus, die Kollegen hier. Bam! Habt ihr gesehen? Ich habe mal dieses Anstürmen benutzt. Ja, war doch mal was anderes. Es war zwar... Aua. Es war zwar jetzt nicht so mega spektakulär, aber war okay. Hab dich. Was machst du da unten? Urlaub oder Pause oder... Ja genau, ich knall dir eine rein und du überlebst. Das war am besten. Ich glaube, da unten ist nur Tod und Verderben. Aber ich glaube... Achso, da ist wieder so ein... Ich sage immer Piratenschiff, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich das jetzt in dem Fall nutzen soll oder wozu. Vielleicht ist die bessere Frage. Gut, da ist jetzt schon mal so eine Kiste. Das klappt weg, das war klar. Immer auf mich. Headshot. Ach, das ist so nervig mit diesen Tasten, ehrlich. Ja, genau. Dann halt so. Genau. Weg. Dann halt so. Die kann ich auch noch nutzen. Ah, das ist echt nicht easy. Nein! Unglaublich. Nein, dann muss ich es irgendwie anders machen. Dann muss ich hier mal Schwung holen. Okay, habe ich. Ja, nu. Weil da oben ist was, das sehe ich ja schon. Aber ich meine, Schwung ist eine Sache, aber... Das will aber auch nicht so richtig, glaube ich, in dem Fall. Vor allem, ich habe immer Angst, dass ich runterplumse. Okay. Ist das überhaupt so richtig, wie ich das mache? Ich bin mir nicht sicher. Aber das geht so gar nicht irgendwie, glaube ich. Also, ich weiß auch nicht so recht. Ich denke, das ist zwar nicht völlig falsch, was ich hier mache, aber... Aber es will nicht so, wie ich will, glaube ich. Das ist... Geht auch nach oben, wenn ich... Oh, der macht aber auch nicht, was ich will gerade. Ich drücke es in die Richtung, aber er geht in Zeitlupe in diese Richtung. Das ist das Höchste, was er macht. Ich krieg es nicht richtig hin. Weil er nicht richtig reagiert irgendwie. Seine Jedi-Kräfte verlassen ihn irgendwie. Ja, ist irgendwie albern, aber vielleicht... ja, genau so. Oh, nein. Aber ich glaube, die Idee war gar nicht falsch. Ah, jetzt ist natürlich der Schwung wieder nicht gut genug. So, jetzt aber. Puh. Also, man kann es aber auch kompliziert machen. So. Ich hoffe jetzt einfach mal, unter mir ist nichts mehr. Ich weigere mich jetzt da wieder runter zu gehen. Ich hoffe, da ist nichts, aber ich glaube nicht. Sieht auch cool aus, oder? Mit dieser Schlange und so. Ich finde Schlangen toll. Okay, dann gehen wir mal weiter. Hier können... Oh, das riecht nach Boss. Was glaubt ihr? Boss? Sieht nach Boss aus, oder? Da vorne ist was zum Aufladen. Rechts ist die Tür zu. Links fällt doch bestimmt jetzt die Tür gleich zu. Das riecht schwer, schwer nach Boss. Das war so klar. Was kommt jetzt? Okay, kein Boss, sondern Horden an Monstern. Welle nach Welle. Left 4 Dead mäßig oder so. Lass mich in Ruhe. Ich bin ein tapferer Krieger.
Ich bin Horst. Ach, das war's schon. Naja, nicht ganz so spektakulär, wie ich es mir vielleicht erhofft hatte. Aber auch egal. Okay, jetzt kommen wieder so komische... Wie soll ich es nennen? Ihr wisst schon. So gemeine Böden. So was könnte ich eigentlich in meiner Wohnung haben, wenn gemeine Vermieter oder irgendwas vorbeikommen. Das wäre doch mal was anderes. Hier ist nichts mehr. Ich laufe mal lieber oben lang. Ich glaube, das ist gesünder. Für was habe ich denn den Magier, der so Dinger hinbauen kann, wenn ich ihn nie nutze? Genau. Unten ist eh nichts zum Einsammeln. Über mir könnte noch was sein, denke ich. In der Richtung. Ich will mal gucken, ob über mir was ist. Unten sehe ich auch schon was schimmern, aber jetzt schaue ich erstmal oben. Ja, so ähnlich, obwohl das ein bisschen wenig sein könnte. Ah, doch. Da ist nichts, aber da drüben ist jetzt was. Aber ich gehe erstmal nach unten, würde ich sagen. Hier sehe ich was schimmern. Tatsächlich. Oh, da war auch eine Klappe, die ich jetzt wieder angemacht habe. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Hier gibt es auch was zum Wegdrücken. Okay, soweit so gut. Ach nee, schon wieder so komische Stufen, ey. Das ist manchmal so komisch. Und vor allen Dingen so ein Winkel, ich meine, wie soll ich das machen? Das ist echt wie ein Rätsel, oder wie man sagen will. Wie ein Rätsel. Also entweder ich mache wieder meine Art und Weise, und zwar einfach mehr eigene Treppe bauen, oder ich spiele das Spiel mit. Jetzt muss ich gerade überlegen, welches Timing ich da am besten mache. Das Problem ist halt, ja, die bleiben halt einfach stehen. Die helfen mir halt kein bisschen, dass die irgendwie nachkommen oder sowas. Naja, spielen wir das Spiel mal mit. So, Levelaufstieg. Müssen wir mal schauen. Ich weiß jetzt nur nicht, langsam nicht mehr, wo ich reinskillen soll. Der Magier hat keine dritte Fähigkeit. Einen Haufen Planken brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Schießt 3 Pfeile auf einmal ab. Ach, da, ja. Schnellköcher. Vor allem der normale Bogen. Ja. Oder ist das für alle, weiß ich gar nicht. Mit dem Schnellköcher kann ich die mit ihren Bogen schneller nachladen. Ja, gilt das jetzt für die normalen Pfeile oder? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich meine, ich kann es auch mal reinskillen. Sie hat ja 3 Skillpunkte. Es sind ja nur 2, die ich verbrauche. Also ich skill jetzt einfach mal rein. Da kann es jetzt mal schneller nachladen. Ich habe keine Ahnung, für welchen der beiden Bögen das jetzt gilt. Aber ich kann ja mal ausprobieren. Also der normale Bogen. Ja gut, ich weiß nicht. Ist das jetzt viel schneller wie vorher? Feuerbogen? Mag sein, ja. Mir fällt jetzt nicht der Mega-Unterschied auf, muss ich gestehen. Aber, naja, okay, meinetwegen. So, hier steht wieder nichts. Meinetwegen. Ah. So, so, so und so. Okay, jetzt ist wieder Magierzeit. Obwohl, jetzt kommen erstmal Skelette, sehe ich gerade. Jetzt wollte ich die Fiolen erstmal einsammeln. Kann ich hier vorbeischießen? Nee, oder? Ich muss hier so durch, oder? Ja, genau. Ich verstehe das nicht. Das heißt immer, es wäre ein AOE, aber wirklich Damage macht dieser AOE aber auch nicht. Jetzt ist er wieder sauer auf mich. Hast du jetzt dann mal endlich hinter dir? Danke. Kommt noch mehr. Unglaublich. Unglaublich. Quatsch. Wenn ich halt schnell nachlade, kann ich nicht in Ruhe so starke Schüsse machen. So, jetzt aber. Jetzt machen wir mal hier Magier. Dass der auch mal was getan hat. Ich wollte jetzt nicht zu weit vor, weil sonst schubse ich sie weg, die Fiolen. Deswegen habe ich das jetzt... Ah, ich wollte sagen, deswegen habe ich das so zaghaft gemacht. Na gut, okay, es geht auch so. Jawohl. Okay, so weit, so gut. Da ist nichts mehr auf der Seite, hoffe ich zumindest. Sieht zumindest nicht so aus. Ist auch ein schönes Szenario, oder? Mit diesem Wasserfall im Hintergrund und so. Schon schön gemacht, das Game. Jetzt lasse ich mich mal absichtlich ins Wasser plumpsen. Die Skelette können mir ruhig ins Wasser folgen. Die ersaufen nämlich da, glaube ich, da drin. Komm, folg mir, du Skelett. Hast du keinen Bock oder was? Komm, komm ins Wasser. Kannst du nicht schwimmen oder wie? Ja, ich würde auch sagen. Kannst du deinen Kumpels auch sagen, ich bin hier unten im Wasser, wenn ihr was von mir wollt. Ihr müsst schon zu mir kommen. Ihr müsst schon zu mir kommen, wenn ihr was wollt von mir. Komm, put, put. Komm ins Wasser. Komm ins Wasser, sei ein feiner Skelett.
Genau. Du hast brav gemacht. Okay, ich schau mal hier im Wasser jetzt erstmal alles an. Okay, das sind... Okay, festgekettete... wie soll ich sagen? Kisten. Ich könnte wetten, die muss man irgendwie... Da muss man unten diese Bretter durchschießen, damit die dann die Chance haben, nach oben zu schwimmen. Sonst kommt man oben nicht weiter. Ich glaube aber nicht, dass hier... Also ich kann ja jetzt nicht schlagen unter Wasser. Ich glaube aber auch nicht, dass hier noch irgendwas Grünes ist. Ich sehe zumindest nichts. Außer ich muss wieder irgendeine Mauer durchbrechen und hab's jetzt wieder übersehen oder sowas. Das kann ich nie garantieren. Aber jetzt gehen wir mal nach rechts auf jeden Fall. Boing, boing, boing. Ich muss immer ein bisschen an Rayman denken, wenn ich das spiele. Jetzt weiß ich gar nicht, kann ich von hier oben vielleicht irgendwie mit dem Feuerbogen... Achso, das ist der normale Bogen. Mit dem Feuerbogen durchs Wasser wird doch aber nicht gehen, oder? Nee. Das ist komisch. Aber wie soll ich das machen? Ich meine, es ist mir schon bewusst, dass ich hier vielleicht was kaputt machen muss, damit die frei werden. Aber wie? Wie mache ich das? Ich kann ja unter Wasser nicht schlagen, wie gesagt. Also da geht ja nichts. Ah, vielleicht, ich habe eine Idee, vielleicht diesen Zeus-Hammer benutzen oder so. Dass der so viel Kraft entwickelt oder so, dass das unten durchgerüttelt wird. Okay, jetzt habe ich hier alles kaputt gemacht auf der linken Seite. Scheiße. Na, das war nicht das, was ich wollte. Okay. Ah, ich glaube, ich habe es geschafft, oder? Nein? Ja, ich dachte eigentlich, sie kommen jetzt hoch. Irgendwie, so sah das aus. Ich habe keine Ahnung. Obwohl, das ist doch kaputt. Hä, warum kommen die da nicht hoch? Das ist doch unten kaputt gegangen. Hä? Warum? Okay, aber so ein bisschen... Na, jawohl, das ist zu wenig, oder? Oder komme ich da irgendwie so hoch? Also diese Holzplanken unter diesen Kisten sind doch jetzt kaputt. Also so sieht es zumindest aus. Oder sind die immer noch festgekettet? Ich kann die nicht wegschieben. Schon ein wenig komisch. Müsst ihr doch zugeben. Ich meine, ich habe jetzt extra alles zerstört hier und habe nichts davon. Ah ja, das ist doch frei. Ist das so schwer, dass sich das immer noch nicht bewegen lässt oder was? Ich weiß nicht, ob ich mit dem Magier... Ich meine, ich sehe halt da unten mit viel. Mit dem Magier das irgendwie greifen kann. Ah, doch geht. Okay. Vielleicht kann ich mir da so eine... Treppe bauen, wollte ich sagen. Jetzt bleib halt stehen. Oder schwimmen wenigstens für mich. Kurzen Moment. Nein, das war zu... Das... Ach. Ja, das war halt... Da war ich zu langsam. Gar nicht einfach. Ja, das bleibt halt nur kurz über Wasser quasi. Na komm halt. Ich meine, die Kante ist aber... Ach, hab's geschafft. Die Kante ist aber auch böse. Aber ich glaube, es war richtig so. Aber wieder, indem das ganze Level fast zusammenbricht. Also das ist echt... Oha, was knurrt hier? Das klingt wie Knurren. Oh mein Gott, ich habe Angst. Ach, da kann man abstürzen. Ups. Ach, der Boss ist auch abgestürzt. Wunderbar. okay, das war der kürzeste Bossfight meines Lebens. Der Boss ist jetzt gerade hier runtergefallen, weil er mir hinterher ist. Ich meine, so kann man es natürlich auch machen. Also, ja, das kommt davon, wenn man so aggressiv ist. Das hast jetzt davon. Selbst schuld. Ich würde jetzt aber ganz gerne die Schurken wieder haben. Ich versuche jetzt mal gerade was Stranges. Ah, ich wollte sagen, was Gefährliches. Hat funktioniert. Kann ich mich da anhakeln? Nö. Ich hätte gern dieses Teil da oben. Nach oben schießen vielleicht? Aber warum kannst du sich da nicht festhalten? Ist so komisch. Muss ich jetzt wieder so Dinger bauen oder was? Eieiei. Weil ich hätte jetzt wieder keine andere Idee, wie ich da hinkomme. Also... Aber der Boss, das war wirklich der kürzeste Bossfight meines Lebens, ganz ehrlich. Ich glaube, so einen kurzen Bossfight hatte ich noch nie. Naja, mir soll es recht sein. Mir soll es recht sein. Zuerst knurrt er mich an und dann kommt sowas dabei raus. Das ist zu steil, oder? Ja, ist zu steil. Ja, klar. Muss ich die ganze Konstruktion etwas hier so schieben. Vorsichtig. Ja, noch ein bisschen. So, vielleicht, ja, genau. Ha. Okay, hier ist aber hoffentlich nichts mehr. Ich sehe zumindest nichts. Könnte ich eigentlich ganz schlau mir hier, ich weiß nicht, ob es weit genug ist, nochmal so ein Ding bauen. Nein! Ich war mir gerade sowieso nicht sicher, da unten ist ja nichts mehr, oder? Außer abstürzen. Ich muss das mal kurz zerschlagen. Aber ich glaube, da unten falle ich einfach nur in den Tod. Oder? Was würdet ihr sagen? Ist das tödlich da unten? Ja, oder? Das ist praktisch wieder drüben. Nicht, dass da unten wieder irgendwas ist. Ich will es ja ungern vergessen oder halt verpassen. Das machen wir mal so. Und dann so. Und dann passt das. Ja, wunderbar. Wunderbar. So, ich würde aber sagen, hier mache ich mal einen Break. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin. Tschüss.